Wenn zu dir ein Christ sagt, gib mir einen Beweis dafür, dass der Koran von Gott ist. Gib mir einen Beweis dafür. Ich habe schon gesagt, man kann Bücher darüber schreiben. Man kann Bücher darüber schreiben. Aber jetzt kurz, zum Beispiel, sagen wir mal 10 Punkte. Und ich sage dir, ich gebe dir einige Punkte, die du wirklich beachten musst. Auch was mich, weil ich war selber nicht Muslim gewesen, was mich selber begeistert hat oder wo ich selber gesagt habe, das ist bemerkenswert. Ich habe damals den Koran, die Bibel und verschiedene Schriften miteinander verglichen. Stell dir vor, sag zu einem Christen oder was auch immer, stell dir vor, du wärst vom Mars gefallen oder von irgendeinem Planeten auf die Erde gekommen und man hätte zu dir gesagt, suche nach der Religion, die die richtige Religion ist, die wahr ist oder die am besten ist. Jetzt hast du in der einen Hand die Bibel und in der einen Hand die Bibel, die verfälscht wurde, und in der einen Hand hast du den Koran. Jetzt liest du in der Bibel in Genesis 6, Vers 6, und Gott bereute es, dass er den Menschen erschaffen hat und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Und im Koran lehrst du, dass Gott völlig fehlerfrei ist, immer alles gewusst hat, Alimul Rebi wa Shahada ist, und deswegen sagen wir, es kann niemals sein, dass Gott etwas bereut. Denn etwas zu bereuen bedeutet, dass man einen Fehler gemacht hat. Und einen Fehler zu machen bedeutet, dass man vorher nicht weiß, was nachher passiert. Und wer vorher nicht weiß, was nachher passiert, kann nicht Alimul Rebi wa Shahada sein. In der Bibel steht, in Genesis 31, 32 oder 33 steht, dass Jakob mit Gott gerungen habe. Gerungen. Gott ringt mit Jakob. Und da steht, dass Jakob gewonnen hat. Ich sage zu jedem, ich kann dir die Bibel mitbringen, lies es dir durch. Und dann sage ich dir, lies den Koran am Anfang von Surah Al-Ma'idah. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Diejenigen sind schon ungläubig geworden, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Was wird dann gesagt? قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد يحلق المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. Sprich, wer kann gegen Allah etwas ausrichten? Wenn er den Messias, der Sohn der Maria und seine Mutter und allesamt auf Erden ausrichten will. Wer kann irgendwas ausrichten? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist niemand. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Das ist ein Beispiel, ein Satz, ein Vers von tausenden Versen im Koran, wo Gott, Allah, so positiv mit den vollkommenen Eigenschaften dargestellt wird. Und ich garantiere dir, wenn heute ein Nicht-Muslim hier ist oder der sieht es nachher im Internet, ich garantiere dir, lies von mir aus irgendein Buch, Tora, Evangelium, Talmud, was auch immer, du wirst kein einziges Buch auf der Erde finden, wo der allmächtige Gott so perfekt beschrieben wird und so perfekt dargestellt wird wie der Koran. Und dann fragst du dich, du bist gerade vom Mars gefallen als Beispiel, welche Religion würdest du wählen? Welche Religion würdest du wählen? Da würde jeder sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasul.